Viele waren auch im ersten Spiel gegen Al-Ain sehr motiviert. Die Zuschauer, unsere Fans waren motiviert. Kairo Stadion war wieder hervorragend besetzt, haben uns unterstützt. Und dementsprechend ist das natürlich eine große Motivation. Wir wissen noch nicht, gegen wen wir spielen im Halbfinale. Aber ja, ob jetzt das eine brasilianische Mannschaft ist, Atlético Mineiro oder Botafogo oder dann Pachuca aus Mexiko, es wird ein sehr schwieriges Spiel. Ich habe schon Botafogo gegen River Plate, naja, Halbfinale war das, Champions League, habe ich schon geschaut und ja, Top-Mannschaften. Gute Spieler, aber natürlich auch eine Motivation. Soll eine Motivation für ganz Afrika sein, auch gegen solche Teams spielen zu können. Für uns dementsprechend wollen wir natürlich alles geben und ja, hoffen, dass wir dann ins Finale gegen Real Madrid kommen können. Ja, also ich mache das über meinen Berater, über Tino Lamberti. Und es ist halt natürlich auch persönlicher, wenn das natürlich in der Muttersprache wiedergegeben wird. Und ja, von daher passt das gut und ja, die Fans verstehen es auch besser und müssen nicht überall nachfragen und googeln, sondern sie können es gleich direkt aufnehmen. Ja, es ist natürlich eine Ehre für mich und eben, es zeigt aber auch, was wir ein bisschen geleistet haben jetzt in den 2 Jahren. Und dementsprechend ja, ich mag die Leute auch, die Fans. Und es ist besser, wenn man gewinnt, als wenn man verliert. Und dementsprechend ja, unterstützen uns natürlich die Fans und geben den Support. Und das ist sehr wichtig für uns. Und ich liebe es, wenn ich in ein Stadion komme, wo Zuschauer drin sind, wo es laut ist, wo dann natürlich eben alle noch speziell für uns rufen. Das ist für die Spieler auch Motivation. Und ja, wir hoffen, dass wir das noch öfters erleben dürfen. Ja, also ich habe mich gewundert, weil ich bin jetzt auch noch nicht so lange hier. Und 2 Jahre, gut, waren, glaube ich, relativ erfolgreich, aber ja, mein Herz hat gepoltert. Ja, und ja, ich konnte mich noch nicht bedanken für das und möchte das hier eigentlich tun und unseren Fans herzlich Danke sagen, dass sie da so eine Choreografie mit mir da als Cheftrainer gemacht haben.